Also jetzt habe ich eigentlich mehr Begeisterung von dir erwartet. Das war ziemlich teuer. Es war ziemlich nervig, die ganze schwarze Wolle von dir zu klauen. Ernsthaft? Nein. Wo hast du die sonst her? Ich habe ab und zu deine Schafe gefarmt. Es ist auch so warm und ich wollte die nicht leiden lassen. Okay, gut. Du wirst schon sehen, was du davon hast, mein Freund. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Vanilla Mods Let's Play in Minecraft mit dem allseits beliebten Kopa. Und dem Lehaka natürlich. Ja, ich freue mich. Wir sind jetzt in der letzten Folge dieser Epoche. Das heißt, sie wird etwas länger. Die wird etwas länger. Also, wir überziehen wieder wie sonst auch immer. Und zwar wie Sau. Ja. Aber trotzdem, ab nächster Folge gibt es dann auch schon wieder Mods. Obwohl ich, um ehrlich zu sein, sagen muss, dass ich aktuell ziemlich gesättigt bin, was die Auswahl betrifft. Ja, wir sind so ein bisschen überfordert, oder? Ja, weil wir haben so viele Sachen, die jetzt... Das ist aber immer so gewesen. Wir haben halt immer alle 2 Wochen Mods hinzugefügt und wir hatten nie die Möglichkeit, die Sachen auszuprobieren, weil wir einfach noch nicht die Rohstoffe dazu hatten. Und wenn es einmal richtig läuft, dann können wir halt alles auf einmal ausprobieren. Ja, genau. Und jetzt fängt halt langsam dieser Punkt an, wo man wirklich mal... Weil du musst mal überlegen, ne? Mit den Laserschwertern, die hatten wir von Anfang an dabei. Ja. Und jetzt können die erst ausprobieren. Das ist aber auch so eine Sache, die mussten wir von Anfang an reinmachen, damit wir sie halt eben verwenden können. Boah, dein Haus sieht schon richtig gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Weil sonst würden die ja überhaupt nicht auftauchen. Ja, danke. Übrigens, wenn du nicht sofort dieses Sicherheitsglas hier wegmachst, was du hier hingesetzt hast, dann werde ich irgendwelche Kisten von dir einbauen damit. Ich habe ein paar 64er-Stacks voll mit dem Scheiß. Kann ich mir wenigstens, Nein, dein selbst bauen. Warum? Warum? Aber es geht viel schneller. Ihr Pech gehabt. Ich hätte dir vorher überlegen müssen. Ja, also ich war eben gerade noch ganz kurz im Nether, hab da offscreen noch ein paar Blazes besiegt, also. Ja, Blaze besiegen ist doch einfach nur draufkloppen, oder? Ja, aber ich muss schon sagen, ich bin wieder ein bisschen, ich hab diese Epoche halt, ich muss aber dazu sagen, mein Haus ist ein bisschen schwerer zu bauen, ne? Warum? Ja, weil das verschiedene Höhen innen drin hat und die Treppe ist auch kompliziert. Ja, hab ich doch auch. Ich hab doch noch mehr Höhen, ich hab da verschiedene Mengen und so weiter, also das ist nicht so einfach, das ist jetzt hier nur der Grundriss. Kann ich das in der nächsten Folge abbauen? Nein, jetzt. Warum? Ich will, dass das weg ist. Warum? Dein Haus ist doch sowieso noch nicht fertig. Was brauche ich denn? Ah, nein, Moment. Scheiße, das... Da was brauche ich denn dazu? Hin. Der Witz ist, der kann es ja gar nicht abbauen, ne? Da steht dann dabei, ist this. I'm sorry, but this block is owned by Le Copa oder sowas. Guck mal, I'm sorry. Ist doch wenigstens noch eine höfliche Formulierung. Wo ist dein Problem? So. Mach weg oder ich mach dich kaputt. Universal Block Remover brauche ich sowieso bestimmt irgendwann. Ja, da kann man halt jemanden auch tierisch ärgern mit, indem man sagt, du, deine Kisten habe ich jetzt gerade alle mal im Glas eingebaut. Entschuldigung. So, ich bin gespannt. Ich habe heute wieder einiges vor. Diese Epoche ist echt merkwürdig. Ich habe nicht einen einzigen Block an mein Haus gesetzt. Obwohl, ich glaube ein paar, aber nicht viele. I'm ready to rumble. Ich brauche für ein Fenster 12 von diesen scheiß Glaspaneelen. Ja. Und das Problem ist, ich brauche noch so viel. Wo haben wir es denn? Hier. Das kriege ich doch niemals alles zusammen. Das dauert doch ewig. Tja, das tut mir leid. Ja, bei dir wird es auch noch viel besser, mein Freund. Ja. Da hast du wohl leider recht. Was denn? Aber die Fledermaus, wie immer, muss man schon dazu sagen, die macht es einem tierisch einfach beim Bauen. Oh, bitte. Oh, ihr seid doch Arschlöcher. Stell dir mal vor, du müsstest ohne Fledermaus alles bauen. Ja. Das wäre kritisch. Also es würde gehen, so ist es nicht, aber es wäre halt um einiges schwerer. Eisen. So, ich muss dann nur noch hier komplett drunter mit Wolle auslegen und dann Erde und das ist auch noch so eine Sache. Habe ich hier noch irgendwo Stein rumfliegen? Cobblestone? Ich glaube, hier waren die drin, ne? Cobblestone? Ich habe noch Cobblestone. Oh nö. Komm schon, ich habe jetzt keinen Bock, den Ofen deswegen anzuschmeißen. Toll. Einer. Für was brauchst du Stone? Ich brauche Stone Bricks. Also baust du jetzt noch am Haus? Was soll ich denn sonst machen? Ja, keine Ahnung. Du kannst ja... Ah, wir wollten... Du kannst ja... Pass auf, ich habe eine tolle Idee. Wir machen das... Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sau lustig. Pass auf. Ich habe ja so viel von diesem Panzerglas. Ja. So. Ich probier's mal aus. So. Hier drüben.
spezifiziere hier drüben. Bei mir Haus, wenn du von der aus kommst, auf der linken Seite. Ja. Willst du da eine kleine Arena schon mal aufbauen? Genau, die wollte ich da gerade aufbauen, dass wir die gleich benutzen können. Oh, ich hoffe, das schaffen wir. Aber halt mit diesem Panzerglas, hä? Ja gut, wir überziehen ja mal ein bisschen, ne? Mit dem Panzerglas. Ich würde eher so eine Arena machen, wo man, wo ringsrum Lava ist und in der Mitte Sand oder sowas. Und dann Panzerglas? Nee, und dann Sandstone oder sowas. So hatte ich das mal probiert. Na, dann mach du's. Nee, ich lass mich da mal überraschen. Ich wollte da einfach einen Kasten aus Panzerglas hinmachen, damit ich es erstens verwendet habe. Und zweitens wäre es auch gar nicht so blöd, weil dann können wir auch reingucken und da kann uns nichts treffen, wenn wir das angucken und ja. Weißt du? Ich sehe gerade hier, warte mal. Das war der Gedanke dahinter, dass uns dann nichts passiert bei, wenn wir uns das angucken. Aber ist okay, dann lass ich's. Scheiße. Aber hoffentlich nicht. Ah, okay, gut. Oh. Sorry, Entschuldigung, ich war gerade hier ein bisschen war gerade konzentriert. Echt? Denkt Copa wieder? Ach, nicht schon wieder. Also den Spruch hast du von SpongeBob im Übrigen. Nein, von Thaddeus. Ja, meine ich ja. Also von der Serie. Den habe ich letztens gefunden. Ich bin Thaddeus. Thaddeus. So, sag mal, was wolltest du jetzt nochmal? Entschuldigung, ich war gerade komplett abgelenkt. Ja, ist okay. Okay. Und los. So. Ich wollte eigentlich eine Arena bauen aus Glas und dann schmeißen wir die Viecher da rein und dann passiert uns nichts. Weil wenn so ein Creeper explodiert, dann ist es uns auch wurscht, weil, ja, Panzerglas. Das wäre sowieso eigentlich ganz cool, wenn du so eine Monsterfalle bauen willst. Einfach komplett Panzerglas drumherum. Ja. Und dann kannst du einfach draufkloppen von außen. Stimmt. Also, wenn du halt dir irgendwo was freilässt. Ja. So. Höchste Anspannung hier. Ja. Bist du auch am Abzählen oder was? Nein. Ich bin. Sondern? Hier, ich probiere hier ein paar Sachen aus. Was denn? Das wirst du dann sehen. Sag. Nein, ich habe hier so einen kleinen Bunker gebaut, wenn du es genauer wissen möchtest. Oh nein. Ich habe so mit Security ein bisschen rumgespielt und habe da mal meine Sachen in. Oder mache ich gerade. Ich transportiere die gerade in Security Craft. An eine gewisse Stelle. Du hast hier so ein Dimensional-Ding gebaut, oder? Hm? Security. Ja und? Was für ein Dimensional? Weißt du, wie teuer das ist? Ja und? Hast du mal gesehen? Du hast es ja. Nein. Der Kopa hat's ja. So. Wo bist du denn? Weg. Suchst du mich jetzt, oder was? Ich wollte gucken, wollte mir den Bunker angucken. Den habe ich versteckt. Ach, da kommt er her. Okay, da hinten. Scheiße. Jetzt geht er weg, Mann. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Du nervst. Lass mich in Ruhe. Mir doch egal. Ich flieg so lange zu dir. Ich will diesen Bunker finden. Ich hab den abgesichert, du kommst da nicht rein. Du hast bestimmt so eine Mine drumherum oder so eine Scheiße. Ich hab alles Mögliche gesichert. Jetzt zeig doch mal! Warum denn? Man darf doch. Weil ich sehen will, was du mit Security Craft gemacht hast. Ich zeig's dir, wenn ich die. Das Problem ist, ich bin ja gerade am Rumräumen und kann ich dir dann zeigen, wenn es soweit ist. Bleib gespannt. Zeig jetzt. Nein, ich zeig dir das hundertprozentig nicht. Okay. Ich zeig dir das auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Gut. Was heißt, wenn du das so einfach akzeptieren würdest? Was holst du jetzt? Komm, sag. Nix. Sag an, los. Ich hol nix. Los. Ich brauche noch was. Hm. So. Was hast du vor? Du überlegst die ganze Zeit. Ja, genau. Oder beobachtest du mich jetzt? Nee. Nein. Ich überlege.
Du überlegst, ob du wirklich 20 TNTs auf mein Grundstück platzieren kannst und zünden darfst? Nein! Nein, ich buddel einfach hier quer in den Berg rum und gucke, ob ich irgendwann noch auf was stoße. Nein, weißt du, wie hässlich das hinterher aussieht? Ja, und ist doch bei deinem Haus. Ja, toll! Jetzt Finger weg! Da ist Wasser. Da war Wasser. Okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, okay. Das ist reine Zeitverschwendung, was du machst. Okay, ja, schön. Ich mach trotzdem weiter. Das ist sonst langweilig, wenn ich dir das jetzt zeige. Jetzt lass mich wenigstens meinen Plan hier zu Ende machen. Ja, mach ich doch. Ja, aber du willst da doch wie so ein Maulwurf im Berg rum. Ja. Schippa. Das hier ist im Übrigen ein Crafting Table, welches seit der ersten Folge auf dem Baum hier platziert ist. Und das fällst du nicht an. Und ich weiß nicht, warum ich dir das jetzt gesagt habe. Ja, das war natürlich dämlich. Wehe. Das ist der letzte Überbleibsel der ersten oder zweiten Folge. Das letzte Überbleibsel. Letzte Überbleibsel. Ah, Mist, jetzt muss ich echt nach Hause gehen, mir eine neue Pickaxe holen. Ey, jetzt hör doch auf dem Scheiß. Mann, jetzt verzieh dich doch. Was soll das denn? Ich will das. Oh, ich bin viel zu weit weg. Das kann doch nicht sein, oder? Doch, das kommt hin. Sehr schön. So. Ich will diesen blöden Bunker finden, verdammt. Er hockt in seinem Bunker. Was könnte ich denn jetzt hier rausnehmen? Hier das natürlich. So. So. Und jetzt brauche ich noch Sticks. Ich glaube, ich habe jetzt so viele Sticks mitgemacht mittlerweile. So. Wie war das, wenn Fraps das Zeichen gelb ist, dann nimmt's auf, ne? Ja. Okay. Gut. So. Jetzt mal ohne Mist, ich weiß es nicht mehr. Gelb war böse, oder? Das weißt du doch ganz genau. Wieso fragst du mich? Sag mal, hast du da meine... Achso. Das habe ich selber wieder... Ich bin wie so ein Eichhörnchen. Ich verstecke meine Sachen im Boden. Ich finde sie aber hinterher nicht mehr. Scheiße. Das hat auch was, ne? Scheiße. So. Ich habe doch hier irgendwo... Ah, hier war's. Da ist der Eingang. Ach stimmt, da ist ja noch Bedrock. Da hatte ich mal versehentlich einen Lucky Block geöffnet. Okay. Ja, aber ich hoffe jetzt mal, dass mir keiner... Du sagst wieder nichts. Dass mir keiner in die Kommentare schreibt, wo sich dieser Bunker befindet, weil das wäre schon echt assi. Also ich muss es schon selbst finden, wenn ich den ganzen Berg hier durchwühle. Natürlich sagt das wieder irgendeiner. Ja gut, ich werde es dann musst du es mir halt einfach sagen. Weil ich kann nicht meine Kommentare nicht lesen und ich werde also auch nicht ausschalten. Nee. Was denn? Ja, also ja. Da hast du recht. Dann hast du halt musst du halt warten, wenn die Folge hier veröffentlicht wird, ne? Was denn? Dann wirst du es ja erfahren. Dann wird es ja irgendeinen Deppen. Einen Deppen wird es ja immer geben, der dir das dann sagen wird. Wo der Bunker ist. Ne? Ja. So, ich brauche hier noch. Oh, hier sind auch so wenig Spinnen. Ah, du willst so eine Minispinne bauen? Nein. Es gibt im Übrigen ein Pet, welches dir einen random Trank geben wird. Das heißt, du musst noch nicht mal großartig irgendwie was verzaubern, du kriegst einfach irgendeinen Trank. Was richtig mies wäre, wenn wir in der Nähe wären, ich würde das Ding bauen und ich würde das auslösen, dass du dann den Trank im Inventar hättest. Das ist natürlich bitter. Ja. Wie teuer ist er eigentlich? Musst du gleich mal gucken. So, oh super, ich habe mich einmal quer durch den Berg mitten auf dein Grundstück gebaut. Alter, du machst das Ding komplett wieder zu. Deswegen hast du Stone haben wollen, jetzt habe ich es gerafft. Warum? Alter, damit du dir so einen Illusion-Block bauen kannst. Scheiße. Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, aber ich konnte den erkennen. Ja, ich nicht. Was? Ich kann keinen Illusion-Block erkennen, also unterscheiden.
Ich kann keinen normalen und einen Illusion unterscheiden, wenn ich nicht gegenlaufe. So, jetzt machen wir es mal ganz simpel. Alter, jetzt hör doch mal auf mit dem Dreck. Genau, ich baue jetzt mitten in den Berg rein und dann werde ich einfach TNTs zünden. Ich flieg so lange mal zu dir. Wo kann das denn sein? Das kann doch nicht so schwer sein. Da wollte ich mir die ganze Zeit so einen Jan-Pick-Launcher bauen, ne? Ich wollte mal gucken, ob du wirklich das Kaktus in deine Ender-Chest gepackt hast. Wenn nicht, dann nehme ich mir das jetzt mal. So. Ja, tu dir keinen Zwang an. Das ist aber da drin, ich weiß es. Ist das so ein Sack? Ich habe es nämlich gerade eben noch da drin gesehen. Ja. So, dann hat... Hier ist ein... Oh Mann, ich will dir ja nichts klauen. Wenn, würde ich es dir ja sagen. Du sagst es ja noch nicht mal scheinbar. Du nimmst einfach so mal ab und zu was aus meiner Truhe. Hab ich gar nicht. Nein! Ich sag nur 1. April, ne? Ja gut, das war was anderes. Ja, da hatte ich Geburtstag, ne? Da darf man sich ja was von dem Geburtstagskind einfach mal nehmen, ne? Genau. Ja, ist klar. Ich hab nicht genügend... Ah, das Wasser! Oh, ey, du Scheiße, gehst mir so auf den Sack. Oh, halt die Wasser. Klappe, Katze. Habe ich hier nicht noch irgendwo was Tolles? Ich suche jetzt eine... Hier. Was denn? Oh! Achso, der Creeper hat Angst. Aha! Das war gar nicht mal so doof von mir, dass ich die Katzen in meine Truhe, in die Nähe der Truhe hingepackt habe, weil dann natürlich die Creeper abhauen, ne? Da wäre nämlich jetzt wieder ein Creeper gewesen und hätte sämtliche Truhen gesprengt. Dankeschön. Das Problem ist, jetzt habe ich mittlerweile schon so viele von diesen blöden Tunneln da reingebaut, ich weiß jetzt selbst nicht mehr, wo ich lang muss. Das geht auch nicht mehr. Siehst du. Doch. Nee, ich kann es nicht craften. Oder? Warte, ich muss gerade mal gucken. Ich wollte mir nämlich hier noch was Tolles bauen. Du bist so ein Penner, jetzt geh doch endlich mal weg. Ich habe ihn gefunden. Was? Nein. Doch. Wo ist er? Ja, wie, wo ist er? Ja, muss schon sagen, wo er ist. In dem Hügel. Hm? In dem Hügel. Und wo da? Ja, wie, wo da? Wie soll ich das jetzt finden? Potion of Healing. Ach, shit. Das raff ich jetzt nicht, was du damit von mir willst. So. Naja, kommst ja nicht rein. Von daher ist ja egal. Räum nur weiter. Ah ja, wie denn? Ich höre. Ich höre. Einfach von unten reinbauen? Nein. Kann nicht sein. Ich habe das von allen Seiten zugemacht. Nein. Doch. Nein. Doch. Du hast eine Seite vergessen. Nein, doch. Hab ich nicht. Ja, doch. Nein. Doch. Nein, so blöd bin ich nicht. Doch. Nein. Wir kennen dich doch alle lang genug. Wir wissen, dass du so blöd bist. Du verarschst mich. Du hast einen anderen Bunker gefunden. Vielleicht einer, der schon... Ach so, Dungeon, ne? Ja, das kann natürlich sein. So, wie war das denn jetzt hier? Das war doch irgendwie so, ne? 5. Ich glaube, ich krieg wieder voll viele Hater-Kommentare. So, lass den doch in Ruhe! Wie hältst du es mit dem aus? Also, wenn die mich jetzt wieder fragen. Ohne mich wäre es auch so unglaublich langweilig und eintönig und lang, ja, langweilig halt, ne? Ich habe gesagt, ich nehme immer meine Tabletten vor der Aufnahme. Echt? Ja. Die reichen? Du weißt nicht, wie stark die sind. Es wird meistens unterschätzt. So. Genau, dann wollte ich nämlich hier, wo ist sie denn? Kann doch nicht sein, ey. Du verquatschst die ganze Folge von dir, ne? Das ist, mach doch. Was denn? Ja, du fliegst die ganze Zeit da nur durch die Gegend. Was bringt dir das? Ich finde diesen blöden Bunker irgendwann vielleicht noch. Ja, was bringt dir das, wenn du weißt es doch sowieso irgendwann. Wenn die Folge hier rauskommt, dann... Ach shit, ich krieg das noch immer nicht zusammen. Egal, vielleicht hast du noch Material, ich guck mal gerade bei dir. Was brauchst du denn? Kann ich dir sagen, wo es ist, dann brauchst du nicht suchen. Hast ja nicht so viele Kisten. Ich krieg das schon hin. Du hast noch immer keine Hühnerfarm. Ja, ich weiß. Was stellst du an? Du machst doch gerade irgendwas ganz anderes. Hau ab. Du hast es nicht. Ey, okay, ich bin weg. Was suchst du denn? Ich hab Strings gesucht. Ja, hab ich doch. Wo? Ich hab sie nicht gefunden.
Was brauchst du die denn? Meiner ist gerissen. So. Hier ist doch einer drin. Hä, ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Ja, nein, komm, ich will dir doch, ich möchte dir den jetzt nicht klauen. Ist okay. Du hast es schon geklaut, kann das sein? Nein. Okay. Du bist irgendwie so komisch drauf. Wieso? Nur weil du jetzt den Bunker nicht findest, oder was? Ja, ich will diesen scheiß Bunker finden. Den kriegst du doch, ich würde dir ja zeigen, wenn da nicht noch ein paar andere wichtige Sachen sind, die ich schon da vorbereitet habe. Aha, zum Beispiel? Ja, genau. Erzähl mal. Ja. Ja, erzähl mal, was hast du da wenigstens reingemacht? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kannst ja wenigstens sagen, was du da reingemacht hast. Mir fehlen noch 8 Strings. Nein, mir fehlen noch... Du kannst ja wenigstens sagen, was du da reingemacht hast. Ich habe da bisher noch nichts reingetan. Ich trau mich da nichts reinzutun, weil du ja siehst, wo der dann ist. Ja, das ist natürlich blöd. Ich möchte da einfach alles umräumen. Oh Mann, ey, du bist so nervig. Weißt du das eigentlich? Ah, okay, das macht Sinn. Jetzt verstehe ich das Ganze auch. Was denn? Jetzt, was denn? Okay. Nee, ist okay, vergiss es. Jetzt sag mal. Nee, hat sich erledigt. Jetzt tust du auch so geheimnisvoll. Ich merke deine Strategie. Diese bösen... Ja, nee, ist schon okay. Diese bösen Energien. Ist schon okay, ich hab schon verstanden. Was denn? Jetzt sag doch mal. Nee, ist doch okay. Alter, jetzt willst du mich aber sowas von verarschen. Nee, es ist schon. Hat das was mit mir zu tun? Nee, überhaupt nicht. Okay, es hat was mit mir zu tun. Alter, jetzt regst du mich richtig auf. Das ist noch schlimmer, als irgendwas zu... als irgendwie zu trollen. Warum? Hast du jetzt wenigstens mal eine Arena gebaut? Nö. Warum nicht? Ich dachte, du machst die. Na toll! Wieso ich? Wieso nicht? Warum? Diese Dialoge heute sind besonders gut. Oh, schade, das geht nicht. Das wäre ja zu schön gewesen. Was denn? Nix. Ich kann nur so... Ach komm, was sonst? 2 doppelt hält besser. Warum grinst du so bescheuert? Du wirst mich so umbringen und hassen und töten. Ich weiß es jetzt schon. Kann nur so gemein sein. Ja. So, ich werde jetzt... So. Oh, das ist so fies. Das ist so fies von mir. Alter, reg das ist so mich fies. Nicht auf. Hast du einen Unsichtbar-Trank oder was? Ja. Das ist so toll. Bist du in meiner Nähe? Nein. Bist du bei mir? Nein. Aber mich hat gerade irgendwas geschlagen. Echt? Ich krieg schon Paranoia. Ja. Oh, das ist echt fies. Das ist zu fies, das kann ich nicht bringen. Wenn du mir in den Bunker gefolgt bist, kommst du auch nicht mehr raus, ne? Das weißt du. Echt nicht? Nein. Scheiße. Also... Wenn du in dem Bunker bist und du musst halt die Zahlenkombination wissen, ne? Die ist dein Geburtsdatum. Verdammt! Nein. Und das hat mich geschlagen. Oh Mann, du verunsicherst mich. Ich bin gut, gell? Psycho-Spielchen. Was machst du hier? Geh hier raus. Ach, du bist nicht hier, das wüsste ich. Okay. Ich lasse dich in dem Glauben. Ja gut, dann kommst du halt, wärst du theoretisch jetzt eingesperrt, ne? Das ist halt ungünstig, aber dann kann ich ja viel kaputt machen, was hier drin ist. Komm, geh zu. So, gesichert. Man
Man sieht das doch meistens sieht man ja noch die Partikel, ne? Bitte? Meistens sieht man ja dann doch noch die Partikel. Welche Partikel? Wenn man unsichtbar ist. Ja. Was hast du vor? Was machst du hier? So Penner! Muss man den Diamantspitzhacke? Psycho-Spielchen. Ach, die hab ich dabei. Was? Alter. Deine Diamantspitzhacke? Was machst du gerade? Mensch. Ach, ich glaube nicht, dass du hier bist, sorry. Tut mir leid. Okay, dann nicht. So. Dumm. Komm, mach jetzt deinen Kram, den du machen möchtest, wenn du bist. Ich hole mir gerade Wolle von deinem Haus, ne? Was? Ja, Wolle von deinem Haus. Warum? Das habe ich auch nicht gemacht. Ja, und? So. Also ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ich hatte ja doch irgendwo... Oh shit, geht das überhaupt? Ich glaube, das geht gar nicht, wie ich es vorhab. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Ich würde gern sagen, was blöd ist, aber dann würde alles auffliegen. Ja, dann erzähl doch. Gut, dann werde ich jetzt... Egal, ich baue jetzt meine Schweinfarm weiter aus. Kann die mal füttern. Mach das. Ja, dann mach doch. Okay. Die du im Himmel hast, oder was? Ja, hab ich. Das ist so ein Penner. So ein Penner, und ich dachte echt, du wärst mir gefolgt. Du wirst es doch eh noch früh genug erfahren. Ich weiß gar nicht, warum du dir so einen Stress machst. Lass mich wenigstens meinen Spaß hier noch. Ja. Du bist so blöd. Warum? Du nervst. Nein, gar nicht. So. Auf der Lauer. Entschuldigung. Oh nein, du hast nicht irgendwie so ein Radar oder was? Ja. Ortest du mich damit? Das geht doch gar nicht, oder? Doch. Wie das denn? Ich hab dir eine Linie gestellt und dann weiß ich, wo du dich am längsten aufhältst, da muss ich hin. Aha. Ich bin so froh, dass er nicht immer die aktuellen Koordinaten dir zeigt. Das wäre echt. Das wäre richtig fies eigentlich. Der tut er ja aber. Nein. Wieso nicht? Der zeigt immer nur den Standpunkt von dem Radar. Ja, und? Ich weiß ja, wo das Radar steht. Ja gut. Aber das heißt ja nur, dass ich in der Nähe bin. Ja und? Aber ich weiß ja, wie du hältst dich ja irgendwo sehr lange auf in der Nähe von dem Radar. Ja, das stimmt. So. So. Wo ist denn diese blöde Kröte, ey? Eigentlich ist das gar nicht so spektakulär, was ich mache, wenn ich mir das nochmal so überlege. Ich habe übrigens ein TNT auf dein Haus gesetzt. Jetzt will er mich noch rauslocken, wie fies du auch immer bist. Ja. Nee, ich klaue mir nur was von deiner Wolle, ist alles okay. Alter, jetzt lasst meine Wolle in Ruhe. Okay. Du bist so gemein zu mir. Ich hab dir gar nichts getan. Ich muss jetzt einfach immer reinschmeißen, alles so. Ganz ehrlich, nee. Was? Nee. Was? Komm, sag schon. Ja, nee. Das war so nach dem Motto, ja, hier hast du einen Bonbon, leg mal dran, den Rest schmeiß ich weg. Kannst doch nicht mit sowas anfangen und dann davon ausgehen, dass ich dich in Ruhe lasse. Nicht? Nee. Schade. Kennst du dich doch mittlerweile lang genug für sowas. Gut, es war eigentlich auch mein Fehler, dass ich... Das mir zu sagen? Ja. Also das war echt... Ich weiß nicht, warum ich dir das gesagt habe. Ja. Das war echt doof von mir. Was baust du denn die ganze Zeit? Ich höre dich nur klicken, aber das war's auch. Ach, du hörst mich übers Mikrofon, stimmt. Ja gut. Nein, ich bin hier nicht am Bauen. Nein. Überhaupt nicht.
kümmere dich doch mal um deinen eigenen Kram. Ja, mach ich doch. Ich muss dir. Kann ich auch aus Wolle trinken? Nein, kann ich nicht. Nee, umgekehrt geht's nicht. Scheiße. Naja, ich könnte jetzt natürlich einfach in meinem Crafting-Table gucken, für was du Strings brauchst von der Security-Craft, dann könnte ich das von da aus. Das ist was ganz anderes, glaub mir. Okay, also gucke ich nach. String? Achso, ich kann... Das würde ich dir auch gerne zeigen, wenn es soweit ist. Vielleicht schaffe ich das sogar noch in der Folge, obwohl die auch schon eine halbe Stunde geht. Das würde ich dir echt noch gerne zeigen, weil das ist wirklich eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres. Es sieht einfach nur geil aus. Und das wollte ich dir eigentlich schon die ganze Zeit zeigen. Aber ich wollte dich da so ein bisschen überraschen. Du willst so eine Spider-Gun bauen? Nein, nein. Das wäre natürlich auch genial. Aber nee, nee. Ich brauche nur noch zwei Strings. Dann bin ich fertig. Jetzt guck nicht nach. Es soll schon. Wahrscheinlich siehst du es auch, aber trotzdem. Shit. Wieso habe ich hier eigentlich so viel Eisen reingepackt? Oh Mann, ich würde am liebsten offscreen einfach mal irgendwie meine Sachen sortieren. Ich komme überhaupt nicht zurecht. Ja, das geht mir aber genauso. Naja, so, okay, egal, gut. Jetzt habe ich alles. Jetzt können wir die Folge beenden. Nicht mehr. Gut, dann beenden. Nein, wehe. Also. Nein, hör auf, Mann. Was denn? So, jetzt. Wie lange haben wir denn schon hier gespielt? Hab ich. Hallo. Ich bin fertig. Wie lange geht die? Was hast du denn fertig? Ja, das möchte ich dir jetzt zeigen. Ich muss nur. Ja, dann zeig ich hoffe, mal. Du hast mir jetzt nicht die Komponente geklaut. Ich hab dir gar nichts geklaut. Ich hab dir was geschenkt. Oh nein. Ja, toll. Hast du wahrscheinlich irgendwo TNT platziert oder was? Ja. So. Es hat zwar lang gedauert. Aber ich bin fertig. Pass auf. Ja. Bist du bei mir? Ja, bin ich. Okay. Bin direkt hinter dir. Ja, warte. Hinter dir. So, jetzt werde ich mich hier oben drauf stellen. Warte. Nee, ich stelle mich. Es reicht ja nicht, das einfach so. Ich habe jetzt leider nicht das zweite Teil dazu, aber egal. Ja, was kommt jetzt? Ernsthaft? Ja. Super. Ich finde es klasse. Yeah, siehst okay. Du meinen Umhang? Siehst du, wie der hier wedelt? Ah. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich... Und die sehe ich aus mit der Spitzhacke wie so ein Sensemann. Also jetzt habe ich eigentlich mehr Begeisterung von dir erwartet. Das war ziemlich teuer. Es war ziemlich nervig, die ganze schwarze Wolle von dir zu klauen. Ernsthaft? Nein. Wo hast du die sonst her? Ich habe ab und zu deine Schafe gefarmt. Es ist auch so warm und ich wollte die nicht leiden lassen. Okay, gut. Du wirst schon sehen, was du davon hast, mein Freund. Was machst du die ganze Zeit? Ich suche diesen blöden Eingang. Ich verspreche es dir, ich erzähle ihn dir noch. Ich will es jetzt wissen. Toll. Wie lange wollen wir jetzt die Episode machen? 24 Stunden oder was? Mach den Brüller. Mann, ich habe mich so über den Umhang gefreut. Jetzt zeig mir, wo das reingeht und ich freue mich mit dir. Also, komm schon. Wenn du mir nichts kaputt machst. Versprochen. Du weißt ganz genau, dass das ein Fehler ist, aber du machst es trotzdem. Ja, wieso sollte ich es dann machen wollen? Weil du ein netter Mensch bist. Du machst doch sicherlich alles kaputt. Versprochen, ich werde nichts an deinem Bunker kaputt machen. Ja, im Bunker nicht, aber nicht. Da sind noch ein paar andere Sachen, die ich da eigentlich reinpacken wollte. Verstehst du mein Problem? Ja, dann packe ich. Ja, ich werde da schon nichts kaputt machen, was du noch reinpacken willst. Versprochen, du musst mir nur sagen, was ich nicht kaputt machen darf. Ja, toll, jetzt bin ich weichlich geworden. Du wirst es sowieso bald erfahren, wieso? Ja, hier unten. Siehst du das? Siehst du mich? Ja. Tschüss. Ach, den Block, den sehe ich doch. Cool. Darf ich mal reingucken? Nein. Warum nicht? Darum. Ist echt unfair. Wieso ist echt unfair? Jetzt hast du hier meinen Bunker und gut ist. Okay. Oh, ein Tweebottler. Aber ein großer. Ich habe da zwei Tanks runtergeklatscht. Das geht? Ja. Kannst du dich gerne draufstellen, dann kannst du mir welche abgeben. Das ist quasi der Eintritt, den musst du dir noch bezahlen. Hallo? Ja.
alles abgescannt. In der nächsten Aufnahme ist alles weg. Ja, natürlich. Penner. Boah, das wäre... Nee, ich mach's nicht. Okay, ist gut. Du machst jetzt nix. Der Bunker ist von okay. allen Seiten gesichert. Hä? Von allen Seiten ist der gesichert, ne? Ja, schön. Ja, finde ich auch. Ist das alles jetzt verstärktes Eisen oder ist das... Bitte? Ist das jetzt alles verstärktes Eisen eigentlich oder ist das was anderes? Wie verstärktes Eisen, also... Verstärktes Eisen. Oder sind das, ist das Reinforced Wood oder sowas? Das ist alles Reinforced, alles, was du hier siehst. Ja, aber was für ein Reinforced Zeug ist das? Das ist Stein. Stein? Ja. Okay. Hat mich jetzt nur interessiert. Ja, ja. Und? Ja, warum machst du deinen XP-Bottler, füllst du den nicht in Dings? In Flaschen? Ja, weil ich kein Glas hatte. Brauchst du Sand? Sand habe ich auch jetzt. Ja, ich war nur zu faul, das zu machen, weil ich hatte noch so viel... Hast du von mir geklaut, oder was? Nein, ich hatte noch vieles, das hast du mir freiwillig gegeben. Okay. Wieso geht ja. das nicht? Oh, das Reinforced-Zeug ist aber sauteuer eigentlich, oder? Du musst ja viermal... Dings dazufügen für, oder? Vier Eisen pro Stein. Ja, ja, das ist teuer. So. Naja. Ah, du so! Weißt du, was mir auffällt? Was denn? Irgendwie explodieren gar keine Creeper mehr auf meinem Grundstück, obwohl du eigentlich immer regelmäßig hier einen zum Explodieren bringst. Freu dich nicht so früh. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Naja, also jetzt hast du es gesehen, kannst du jetzt in Ruhe schlafen oder... Ja, jetzt ist super, danke. Ja. Okay, wo ist der richtige Bunker? Das war dein Wehe, wenn du jetzt so anfängst. Ich habe keinen zweiten. Wo ist das Häufchen? Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr gut schlafen, weil ich dir das gesagt habe. Toll. Nee, ich habe überlegt, ob du deinen Bunker jetzt an meinen dran gebaut hast. Nein, du hast nicht einen Bunker gebaut, oder? Natürlich, unter dein Haus, damit du nicht fluchst. Das ist doch das Genialste, was du machen kannst. Du baust den Bunker unter das Haus von dem Gegner, damit er bloß... Ja, aber was bringt das denn? Wenn ich da einen Keller irgendwie bauen möchte, dann musst du den doch eigentlich abbauen, oder sagst du dann einfach, nö, Pech gehabt? Ja, ich würde den dann abbauen müssen, aber... Ja gut, ich habe ja gesagt, das mit der Arena haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Ja, ist halt blöd, ne? Ja, hättest du mir gleich gesagt, wo der Bunker ist, dann hätte ich die Arena noch bauen können. Ja, toll. Aber du wolltest sie ja nicht so haben, wie ich sie wollte. Das ist selbst dann schuld. Doch, du hättest sie ja jetzt bauen können. Ja, hast du irgend so ein Vieh, was du da reinschmeißen kannst? Nein, hab ich auch nicht. Wir müssten das eigentlich nochmal... Wieso sind hier wieder so viele Katzen? Also, mir hat die Epoche gefallen. Ja, mir hat sie auch gefallen. Wir haben sehr viel erlebt. Das ist ein bisschen Flop. Also, wir haben ziemlich viel teures Zeug gebaut. Aber ja, vielleicht wird es... Wir haben es ja zumindest schon mal. Also, vielleicht geht das dann ja. Wir müssten das nochmal ausprobieren. Ja. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt gar nicht an meinem Haus gebaut. Und die Folge geht schon 40 Minuten. Oh nee! Wenn man aber einmal dran ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie. Geht schon 40 Minuten? Geht jetzt 38, wenn du es genau wissen möchtest. Ja, gut, dann machen wir jetzt Schluss hier. Das kann nicht sein. Wir können die nicht schon wieder so massig überziehen. Okay, also. Eigentlich 20 Minuten, normal 25, überzogen 30 und massig 40 plus. Oder 38 plus, wie auch immer. Ja, Ü40 halt, ne? Vor allen Dingen brauchen wir immer so lange, um die Verabschiedung hinzubekommen, weil da müssen wir hier noch was machen und hier möchte man noch was spielen. Und okay, jetzt einfach Punkt um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass der Kopa mir jetzt das doch getagt hat. Das macht mir einfach einen... Ja, da geht's mir schon viel, viel besser. Ja, bitte, bitte. Und, vielen Dank. Und, also nächstes Mal wieder ja. mit neuen Mods. Nächstes Mal wieder mit neuen Mods, genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Kommentar. Und ja, vielleicht auch ein Like. Ne? Entschuldigung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.